Zum letzten Heimspiel des Jahres empfängt die SG Barockstadt in der Regionalliga Südwest den VfR Aalen. Für Trainer Sedat Gören und sein Team ging es darum, einen super Abschluss zu setzen und ein tolles Jahr vor eigenem Publikum. Aber zunächst die Aalener Fans im Brennpunkt, weil Pyros gezündet wurden, ging die Polizei in den Block und es gab erstmal Ärger, bevor es überhaupt losgehen konnte. Unschöne Szenen, aber zum Glück sollten sich die Gemüter bei den Aalener Fans ganz, ganz schnell abkühlen und sie sollten hier eine tolle Stimmung machen. Wir werden ein paar Mal in den Block schwenken während dieser Highlight-Zusammenfassung. Dann ging es los mit Büros natürlich. Verbieten lassen sich die Jungs das scheinbar nicht. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre, nichts passiert, da kann man doch gut mit leben. Und dann geht es gleich rein ins Spiel. In denkwürdige 90 Minuten, denn so wie das hier lief, damit hatte keiner gerechnet. Der Freistoß für Aalen auf ganz schwer bespielbarem Boden, ihr seht das schon. Und dann holt sich gleich hier Leon Pomnitz den Ball, schnappt ihn sich hier und dann geht's los. Das ist der Appetizer auf das, was noch folgt. Super Solo vom Spielmacher und dann kommt der Ball rechts raus auf Marius Löbig. Das werden wir noch ein paar Mal sehen und sein Ball ungenau und da kann Aalen noch klären. Das wird nicht mehr so oft passieren. In den kommenden Szenen immer wieder über rechts. Sauber gespielt hier. Erik Ganime leitet das ganze Ding ein. Patrick Scharf, dann kommt der Ball zu Christian Gaudermann. Und dann geht es wieder über die rechte Seite, wieder über Löbig. Eben hat es noch nicht geklappt. Hier klappt's. Das ist das 1:0, 24. Spielminute. Die Barockstadt liegt vorne. Ganz wichtiger Treffer und das machte ganz vieles ganz, ganz viel einfacher. Wir gehen in die 30. Spielminute, 6 Minuten später, der Einwurf Christian Gaudermann. Ja, dasselbe Schema eigentlich wie beim ersten Tor auch. Dann kommt der Ball über Patrick Scharf wieder hier zu Leon Pomnitz. Der spielt wieder raus auf Marius Löbig und der sucht wen? Natürlich in der Mitte. Rainer Madiger, der Platzsprecher der Barockstadt, sagt, der Rhönbomber, da ist er wieder. Mit gütiger Mithilfe der Aalener drückt er den Ball über die Linie. Doppelpack nach 30 Minuten. Das Spiel hier in der Johannisau quasi vorentschieden. Und genau so ging das weiter rein in die nächste Situation. Natürlich Einwurf Gaudermann, natürlich Scharf, natürlich Pomnitz. Und über Erik Ganime, der das hier super macht, kommt der Ball nach links. Den Schuss kann gleich Aalens Torwart nicht festhalten. Und Marius Löbig setzt nach. Bedient wen? Natürlich Moritz Reinhardt. Der Hattrick ist perfekt. Das Ganze in der 40. Minute. 3 Treffer in 17 Minuten. Damit war der Bart ab für ganz schwache Aalener, die hinten nicht gut aussahen. Hier mal im Angriff und da entwickelt sich gleich der nächste Konter. Wieder, die Aalener sehen schlecht aus. Der lange Ball, Moritz Reinhardt ist durch und dann kommt von der Seite Ali Odabas. Und das ist natürlich eine Notbremse. Moritz Reinhardt war durch. Kurz vor der Halbzeit auch noch das 0:3 hinten und ein Mann weniger rot gegen Odabas. Ja, was ist zu tun? Trainer Tobias Kramer zur Pause im Gespräch mit seinem Kapitän Alessandro Abruscia. Ja, was wollen wir machen? Auf alle Fälle viele Möglichkeiten gab es nicht. Das Spiel war eigentlich verloren und wer noch Zweifel hatte, der wurde kurz danach aus Fuldaer Sicht beruhigt. Die 52. Spielminute, sauber gespielt hier Jan Lüttke und dann guckt euch den Ball an von Leon Pomnitz in den Lauf von Marius Löbig. 3 aufgelegt, jetzt selbst 1 gemacht, 52. Minute, 4:0. Das konnte wirklich kaum einer glauben vorher. Eine ganz klare Sache, die Barockstadt machte ein super Spiel hier gegen allerdings auch abwehrschwache Aalener. Das muss man einfach so sagen. Ja und wer glaubt? Es wären nur diese Möglichkeiten gewesen, es gab noch mehr. Bis hierher war man extrem effektiv, das stimmt schon, aber es gab weitere Möglichkeiten, um noch mehr Tore zu schießen. Kevin Hillmann, ein sauberer Seitenwechsel raus auf Leon Pomnitz. Das ist nur eine Szene davon und der zieht mit seinem starken Linken ab und Michel Witte, der Keeper von Aalen, nicht immer sicher, aber hier zur Stelle verhindert das 5:0. Die nächste Möglichkeit, Erik Ganime, ein toller Spielzug. Achtung hier wieder, abgelegt von Moritz Reinhardt. Wieder der Ball über Pomnitz und Löbig und Gaudermann. Und dann steht am langen Pfosten Jan Lüttke. Nächste Möglichkeit, wieder bitte zur Stelle. Ja, ihr seht das, aber die Aalener Fans, ich habe es euch ja versprochen, die kommen noch ein paar Mal vor. Ja, denen wurde es warm hier. Das ist tatsächlich so bei Eiseskälte.
alle Klamotten abgeschmissen. Und ein toller Spielzug ist der, der zum 5:0 führt. Ahlen versucht es über die linke Seite und dann Erik Ganime holt sich den Ball und dann den Ball und den Spielzug im Auge. Patrick Scharf, der sieht Leon Pomnitz, der dreht sich, wieder Scharf, wieder Pomnitz. Und dann kommt der Ball raus auf Kevin Hillmann und dann schaut euch das an, was der zusammen macht mit Jonas Pfalz. Besser geht's kaum noch. Der erste Abschluss bleibt noch hängen, der zweite Ball ist drin. Kevin Hillmann 5:0 nach 80 Minuten. Ja, das war wirklich ein herausragendes Spiel, was die Barockstadt hier abliefert. Und mit jedem Tor wurde die Laune im Ahlener Block besser. Polonaise im Dezember, wer sagt's denn? Die Jungs, die machten ihr eigenes Ding, ihre eigene Party. Sauber gemacht, Ahlener Fans, das war großes Kino, was ihr heute hier in Fulda abgezogen habt. Das war's dann, 5:0 gewinnt die Barockstadt. Der höchste Regionalligasieg in Osthessen seit 1996. Im August damals gab's ein 5:0 gegen Wacker Burghausen. Ja, und danach feierte die Mannschaft völlig zu Recht dieses tolle Jahr, diese tolle Hinrunde, diesen tollen Sieg heute. SG Barockstadt, VfR Ahlen, Endergebnis 5:0.